Hallo und guten Morgen YouTube. Ich bin heute wieder für euch da und zwar bin ich heute unterwegs im F30 und zwar dem 335i mit dem N55. Kunde war bereits schon mal zu einer Stufe 1 bei uns. Was heißt Stufe 1? Zu einem Teil 1, sage ich mal ganz vorsichtig. Da hat das Fahrzeug eine andere Downpipe bekommen. Hat ein bisschen mehr Leistung bekommen, da lag ungefähr bei knapp 400 PS und bei 550 Newtonmeter. Das war jetzt eine lange Zeit gut und jetzt hat er einfach gesagt, komm, ich möchte jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr. Nächster Step bei dem Auto ist ganz klar der Ladeluftkühler. Das ist jetzt auch der Grund, warum das Fahrzeug hier ist. Das Fahrzeug kriegt einen Pflegeservice. Das heißt, er kriegt einen Ölwechsel, er kriegt einen Ölfilter. Beim Öl sind wir hier in dem Fall so, dass ich relativ viel von Fuchs halte. Das bekommt er hier auch, also ein ganz normales 5W30. Wir bleiben auch beim 5W30 in dem Fahrzeug. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden jetzt einen Ölwechsel machen. Wir werden uns die Kerzen anschauen, weil die Kerzen sind auch demnächst fällig von der Kilometerzahl her. Laut BMW Service und bei der Software macht es natürlich Sinn, mal danach zu schauen und vielleicht auch irgendwas Besseres zu verbauen oder was Stärkeres, wo vielleicht ein, zwei Wärmewerte auch höher ab kann. Ja, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg in die Werkstatt. Ein bisschen gefahren bin ich schon. Ich freue mich immer wieder, wenn das Auto da ist, weil das Auto doch für mich relativ selten ist. Wir haben zwar nur ein F30 in Anführungszeichen mit dem 335i. Das Auto hat absolute Vollausstattung, das Auto hat eine individuelle Lackierung in Mondscheinblau. Das sieht richtig geil aus. Ich versuche euch mal ein paar Bilder zu machen. Vielleicht könnt ihr es auf den Bildern erkennen. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's ab in die Werkstatt. Dann erfolgen die ganzen Umbaumaßnahmen. Auf dem Prüfstand geht es mit diesem Fahrzeug auch noch. Es wird nachher noch ein Soundfile für euch geben. Ich werde euch nachher noch ein kleines Tacho-Video machen, wenn das Wetter zulässt. Es hatte gestern Abend geschneit. Da war das leider nicht möglich, beziehungsweise war das mir zu gefährlich. Da bin ich ehrlich. Und heute haben wir Sonnenschein, obwohl auch Schnee angesagt war. Und da haben wir, sage ich mal, gute Möglichkeiten. Jetzt würde ich sagen, bis später. So, jetzt sind wir unterwegs im 335i wieder. Die Kamera ist jetzt auf das Tacho gerichtet, wie es versprochen worden ist. Wir sind jetzt gerade auf einer kleinen Probefahrt. Ja, macht richtig Spaß. Der Klang ist einfach phänomenal. Das ist N55 ist vom Klang her, wenn man da ein bisschen was macht, ist die Serie schon geil, aber wenn man ein bisschen was macht, dieses Dumpfe, dieses, ja, dieses Geräusch ist einfach, ist unbeschreiblich. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir aus 50 fahren können. 50 M3 in Sport und Kickdown. Mit Software und Downpipe ist schon phänomenal. Der Ladeluftkühler tut sein Übliches tun. Da bin ich gespannt. Das kommt dann in einem gesonderten Video mit Einbau, mit Prüfstand. Das wird dann quasi der Teil 2. Da dürft ihr gespannt sein. In dem Fall würde ich sagen, jetzt ab zum Soundcheck und zum Fazit, bevor der Umbau stattfindet. Und dann bis später. Danke fürs Video schauen. Ciao!
kurzes Fazit zum F30 335i. Ja, Soundfall habt ihr gehört, klang genial. Kleines Beschleunigungsvideo habt ihr gesehen. Finde ich völlig passabel, Auto macht richtig Spaß. In Verbindung hier mit der 8-Gang-Wandlerautomatik und den Schallpedals. Super, saubere Schallvorgänge, ein schönes Platschen beim Schalten durch das Thema mit der Downpipe. Ja, macht Spaß. Ich finde, das Auto hat was. Das Auto liegt gut auf der Straße. Wir haben eine ordentliche Beschleunigung, wir haben einen Zuwachs nach dem Umbau noch. Das heißt, er kann da noch ein bisschen, oder der Kunde kann da noch ein bisschen mehr erhoffen. Und ich denke mal, da ist eigentlich alles damit gesagt. Man muss da gar nicht mehr viel sprechen. Optisch F30 mit M-Paket, ein richtig schönes Auto. Vor allen Dingen in dieser Farbe, in diesem Mondscheinblau, in diesem Individual-Lack. Richtig gut gemacht. Jetzt würde ich sagen, geht's ab zum Umbau. Der kommt dann nächste Woche im Teil 2. Da wollen wir gar nicht lang rumreden. Wir nehmen euch mit zum Umbau. Bis zum Teil 2. Schaut unsere Videos, schaut meine Videos. Lasst ein Abo da. Ich würde sagen, bis bald. Ich wünsche euch ein schönes und erholsames Wochenende. Ciao.